Großvater bittet mich, das Grammophon aufzuziehen. Fast immer, wenn ich ihn besuche, bittet er mich darum. Er kann nicht Radio hören und auch nicht Fernsehen. Er sagt, von allem, was mit Strom betrieben wird, bekomme er Kopfschmerzen. Nur dem Grammophon, das auf dem kleinen Tisch neben dem Ohrensessel steht, könne er zuhören. Aufstehen kann er nicht, aber wenn er sich über die Armlehne beugt, erreicht er das Grammophon und kann es selbst aufziehen. Kein anderer im ganzen Block, im ganzen Bezirk, ja in der ganzen Stadt besitzt ein Grammophon. Nur mein Großvater. Er sagt, das liege daran, dass das Grammophon nach der Einführung der Elektrizität aus der Mode gekommen sei. Schade, dass er nur eine einzige Platte besitzt mit einem einzigen Lied, in dem es um große Bäume, einen schwarzen Wald und das Verirren geht. Er hat es bestimmt schon 1000 Mal gehört, vielleicht auch schon 1 Million Mal. Und auch ich habe es schon ganz oft mit ihm zusammen gehört. Denn fast immer, wenn ich ihn besuche, bittet er mich, das Grammophon aufzuziehen. Genau wie jetzt. Leider habe ich aber gerade überhaupt keine Lust, es aufzuziehen. Auch keine Lust, das Lied zu hören. Ich hatte nämlich einen sehr schlechten Tag. Die Musikerzieherin, die nicht unsere richtige Erzieherin ist, sondern die vom Chor, hat gesagt, dass ich unmusikalisch bin und falsch singe. So falsch, dass ich dem Chor schade, weil man meine Stimme heraushört. Aus der gesamten großen Gruppe hört man nur mich heraus. Und sie hat jetzt keine Zeit, sich extra mit mir zu beschäftigen, weil wir uns auf das Fest vorbereiten müssen. Deshalb soll ich am besten gar nicht singen, sondern nur den Mund auf und zu machen, als wäre ich stumm. Und ich habe ihr umsonst gesagt, dass ich nicht stumm sein möchte, weil ich nicht stumm bin. Sie hat trotzdem gesagt, ich soll nur den Mund auf und zu machen. Und das will ich Großvater nicht erzählen. Aber das Grammophon will ich auch nicht aufziehen. Ich fasse die Messingkurbel an, drehe aber nicht daran, ich kann nicht. Großvater fragt mich, ob ich Kummer habe, aber ich will es ihm nicht erzählen. Ich starre nur auf die glänzenden Rillen in der schwarzen Platte und dann rufe ich, so laut ich nur kann, dass ich Musik hasse. Stoße dabei gegen das Grammophon, es fällt fast vom Tisch und ich bekomme einen solchen Schreck, dass ich anfange zu weinen und immer wieder sage, ich hasse Musik, ich hasse sie, ich hasse sie, hasse sie. Plötzlich sitze ich auf Großvaters Schoß. Ich weiß gar nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Ich habe nicht gespürt, dass er mich angefasst hat, auch nicht, dass er mich hochgehoben hat. Er hält mich wie sonst, wenn wir Pferderennen spielen. Bloß, dass er jetzt nicht das Galoppieren der Pferde nachahmt, sondern ich hasse sie, sagt. Genau wie ich. Doch an seiner Stimme höre ich, dass er lacht. Und ich weiß, dass er über mich lacht und das macht mich noch wütender. Großvater lacht so sehr, dass der Ohrensessel erzittert und durchgerüttelt wird. Die 4 großen Löwenfüße klopfen gegen den Boden und das Klopfen überträgt sich auf die Bodenbretter. Wie bei einem Erdbeben. Es erreicht die Mahagonikommode mit den vielen Schubladen, auf der Großvaters Pokale stehen und die jetzt aneinander stoßen und klingen. Dabei rutschen die Schubladen bis zur Hälfte heraus und wieder zurück. Wieder heraus und zurück. In jeder Schublade ist etwas anderes. In der ersten sind Medizinfläschchen, in der zweiten Schuhlöffel, in der dritten Messingtürgriffe, in der vierten Vogeleier, in der fünften Glöckchen, in der sechsten Fächer, in der siebten Zeitungsausschnitte, in der achten Schrauben und Nägel und Schraubenzieher und Hämmer, in der 9. Taschenuhren und Armbanduhren und Manschettenknöpfe, in der 10. kleine Kaffeetassen und noch kleinere Schnapsgläser. Und alle Schubladen klappern, klirren, knistern, knacken anders. Es ist wie der knurrende Gesang der großen Löwenköpfe, die an die Mahagonischubladen geschraubt sind. Jede hat einen bronzenen Löwenkopf mit offenem Maul. Eigentlich ist jeder ein bisschen anders als die anderen. Aber jetzt,
wo sie mit der flatternden Mähne knurrend singen, erscheinen sie mir alle gleich. Und ich höre, dass auch Großvater nicht mehr lacht, sondern knurrend und wild singt. Denn er ist der Oberlöwe. Und ich knurre genauso wie er, denn ich bin der beste Freund des Oberlöwen. Vielleicht bin aber auch ich der Oberlöwe und Großvater ist der beste Freund des Oberlöwen. Wir singen ein altes, uraltes Lied. Ich weiß nicht, wovon es handelt, doch auf jeden Fall kommt darin vor, dass wir uns vor nichts und niemandem fürchten. Weder vor dem Wind, dem Mond und der Sonne, noch vor der Dunkelheit. Wir sind mutig und groß und unsere Stimmen sind sehr schön und weithin zu hören. Und ich weiß, dass jeder sie hört, jeder im ganzen Block, im ganzen Viertel, in der ganzen Stadt, jeder, sogar die blöde Musikerzieherin.